Hallo, liebe Freunde und liebe Freundinnen aus Jüterbog, aus dem ländlichen Raum um Jüterbog, aus Teltow-Fleming, aus Potsdam-Mittelmark und Berlin. Ich danke euch, dass ihr alle hier seid. Wir stehen heute hier, weil wir uns wehren, weil wir uns nicht länger von Hetzern und Spaltern auf der Nase herumtanzen lassen. Die AfD, die heute in Jüterbog tagt, hat in Berlin keinen Räume gefunden. Sie kommen jetzt zu uns in die schöne Provinz, in unsere Heimatstadt. Aber eines ist klar, sie sind hier nicht willkommen. Jüterbog ist keine Bühne für Hass, für Lügen, für Hetze gegen Menschen, die hierher kommen, um ein besseres Leben zu führen. Wir lassen nicht zu, dass diese Stadt, die seit Jahrtausenden, wirklich seit Jahrtausenden, eine Stadt der Vielfalt ist, in den Schmutz gezogen wird. Wir werden nicht zulassen, dass die AfD unser friedliches Miteinander vergiftet. 6000 Jahre Geschichte von Migration und Einwanderung. 6000 Jahre, in denen Menschen hierher kommen, um sich ein neues Zuhause aufzubauen, um ihre Familien zu gründen, um Gemeinschaft zu leben. Jüterbog ist das, was es heute ist. Freundlich, lebenswert, tolerant, weil Menschen aus aller Welt sich hier niederließen. Sich hier niederließen, nicht wegen Isolation, nicht wegen Hass und Abschottung, sondern wegen Offenheit und Vielfalt und Miteinander. Und genau diese Werte sind das Fundament unserer Stadt. Das ist unser Erbe. Wir stehen heute hier, um dieses Erbe... Oh, bin ich aufgeregt. Wir stehen heute hier, um dieses Erbe zu verteidigen. Jüterbog hat sich immer weiterentwickelt, weil wir weltoffen und Gemeinschaft leben und nicht, weil wir Menschen ausgrenzen. Die AfD spricht von Tradition, aber sie meinen damit Abschottung und Hass. Sie wollen uns zurückführen in eine düstere Vergangenheit, wo man Mauern baute und Andersdenkende verfolgte. Das ist nicht unsere Tradition. Unsere Tradition, das ist das friedliche Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft. Unsere Tradition ist eine Geschichte des Wachstums und durch Zuwanderung, durch Vielfalt. Unsere Tradition ist der Toleranz und Respekt. Die AfD hat nichts beizutragen, außer Spaltung und Angst. Sie versucht, uns gegeneinander aufzuhetzen, indem sie Unwahrheiten über Migration, Klimawandel und Demokratie verbreitet. Sie streut Lügen und sie tun es bewusst, denn sie wissen, wenn Menschen Angst haben, wenn sie sich verunsichert fühlen, dann lassen sie sich leichter manipulieren. Aber wir lassen uns nicht verunsichern. Wir wissen, was unsere Stadt ausmacht. Wir wissen, dass Vielfalt eine Bereicherung ist und keine Bedrohung. Wir wissen, dass wir stark sind, weil wir zusammenstehen. Die AfD ist nicht nur eine Gefahr für unsere Stadt, sie ist auch eine Gefahr für unsere Demokratie. Ihre Hetze, ihre populistischen Parolen, ihr Leugnen wissenschaftlicher Fakten, all das schwächt unsere Gesellschaft, unsere Demokratie und unser Zusammenleben. Und das ist mit unserem Bürgermeister, der diesen Menschen eine Bühne bietet. Er stellt sich auf die Seite der Feinde der Demokratie. Er stellt sich auf die Seite derjenigen, die Hass sehen, die spalten wollen, die die Zukunft unserer Kinder aufs Spiel setzen. Wir sagen nicht mit uns. Wir stehen heute hier, weil wir für die Zukunft kämpfen, für eine Zukunft in unserer Stadt, weiterhin für Vielfalt, Toleranz und Zusammenhalt, für eine Zukunft, in der wir Probleme gemeinsam lösen, anstatt uns von denen, die nur zerstören wollen, auseinanderzureißen zu lassen.
die AfD, das will, dass wir Angst haben. Sie wollen, dass wir uns einschüchtern lassen. Aber wir haben keine Angst. Wir wissen, dass unsere Stärke in unserer Gemeinschaft liegt. Jüterbock steht für eine offene, vielfältige Gesellschaft, in der alle Menschen respektiert, geschätzt werden, egal woher sie kommen, egal welche Hautfarbe sie haben, egal welche Religion sie leben. Wir sind hier, um diese Werte zu verteidigen. Lasst uns gemeinsam ein klares Zeichen setzen. Die AfD hat hier keinen Platz. Hass hat hier keinen Platz. In Jüterbock hat nur Platz, wer für Respekt und Toleranz und Demokratie steht. Danke, dass ihr alle hier seid, um genau das laut und deutlich zu sagen. Jüterbock bleibt bunt. Jüterbock bleibt stark. Jüterbock bleibt demokratisch. Danke, liebe Freundinnen und Freunde. Samo!